Plätze. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von The Witcher 3. Ich muss gerade überlegen, ich wollte gerade Battlefield sagen, keine Ahnung warum. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sollen die Diebe stellen, um das Horn wieder zurückzubekommen. Ist eine Nebenquest, wir werden heute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr machen. Komm ich gerade, jetzt geht's. Jawohl, und Kopf ab, jawohl. Wir werden heute nur Nebenquests machen. Vielleicht werden es auch wieder zwei Folgen werden. Nachdem wir die letzten Tage ja so viele Hauptquests gemacht haben. Adolf? Das ist nicht dein Tag. Schneller! Eine Heere Geißböcke soll dich aufspießen. Wenn es aufspießen ist, ist okay. Na, komm her. Jawohl. Dass das Spiel nicht indiziert wurde, so blutig wie das ist. Da ist ja Dying Light eigentlich ein Scheiß-Tag-Tag-Ding, aber das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Gut, dann sollen wir das Horn zurückbringen. Noch ein Stündchen schlafen.
Plötze rum, weil er den Sprung nicht geschafft hat. Super Plötze. Wir werden jetzt natürlich nicht die 1000 Fuß da zurückrennen, aber da vorne war irgendwo ein Wegpunkt. Ich wollte doch eigentlich das haben. Ja, da vorne war so ein Schnellreiseding, das werden wir dann nehmen. wo war das Ding? Da war doch irgendwo hier vorne, war doch irgendwo so ein. Bin ich jetzt vorbeigelaufen? Nee, bin ich bescheuert. Ach, das hätte man den Ort noch da eigentlich erkunden können. Komm her, Blitze. Hey! Die Musik die ganze Zeit dazu, die ist so awesome. Die Musik. Ich habe das auch abends zum Auto laufen. Ich habe ja in der Version, die ich gekauft habe, war ja der Soundtrack mit dabei. Los, los! Auf euch habe ich gerade gar keine Bock, muss ich sagen. Ich muss unbedingt das gestohlene Horn zurückbringen. Das ist wichtiger. Hey, warum geht denn der Weg da lang und dann wieder runter? Das mag mal jemand verstehen. Das mag mal echt mal jemand verstehen. Ich kann jetzt auch gerade nicht mehr so viel aufnehmen. Ich muss wahrscheinlich jetzt, wenn ich mit der Folge hier für durch bin, muss ich dann wahrscheinlich mal eine Pause machen, weil ich noch zwei, drei Wege erledigen muss. Von mir. Oh, da unten ist ein Banditenlager. Das nehmen wir nämlich durch mit. Aua. So, jetzt kommen wir zu dir hier. Ach komm, ich habe auf dich gerade gar keine Lust. Du hast einen Inselbewohner beleidigt, Mutant! Und jetzt werde ich einen töten. Ja, diese Lager lohnen sich unwahrscheinlich, weil da hast du die ganzen Schemata, die du eigentlich brauchst. Eigentlich müsste ich noch in Wählen unwahrscheinlich viel aufsammeln. Das werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich wieder mal eine Stunde, zwei, drei Stunden Zeit habe, werde ich mal in Wählen mal wieder ein bisschen was ablaufen. Weil du dann einfach immer mal in diesen Banditenlager oder was hast du dann einfach mal diese Schemata, die du brauchst. Und wenn du das erste Schema nicht hast, dann nützen dir die folgenden auch nichts, weil du brauchst zum Beispiel für viele Waffen, die Silberschwerte brauchst du das Grundsilberschwert, also du brauchst das Einfache um das Normal, um das Super, um das Mittlere, um das Überlegene. Also klar, es klingt kompliziert. Also es baut aufeinander auf, genauso bei den Bomben. Du brauchst die einfache Bombe, um die Überlegene zu bekommen und so weiter. Ups, sehr elegant abgestiegen. Da ist er. Grüß dich, Reisender. Servus.
Hier ist ein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade. Das war... Doch, waren sie. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Nehmen Sie. Und... So, dann gucken wir mal, was noch als zweites Nebenquest ist. Okay, das sind alles... Eine Arzt. Ist ja irgendwo eine Schnellreise an hier. Wo ist man denn hin? Wir sind da oben hin. Geschlitzt. Uwe, das reicht. Mama, schon mal so ein Gedanke. Uwe. Eigentlich wollte ich dich überraschen, aber wenn du. Das wird zu steil. Da die Hänge runter slidet, das sieht total elegant aus. So, Schnellreißer. Dann gucken wir mal da oben, ob wir ihm seine Stimme wiederholen können. Entschuldigung, das soll ich beim Schlafen stören, Junge. Wann hast du deine Stimme verloren? Wie? Haben sie versucht? Nicht nur stumm. Mit Reden. So. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Ach so. Ja, die Zinntöpfe. Ein Hornissennest soll therapeutische Wirkung haben. Als Schocktherapie zum Beispiel. Wie kann ich das? Na komm. Okay. Nein. Sie hat nicht. Irgendwas anderes. Ah, okay. Ah. Okay, das war's auch nicht. Muss da noch irgendwas sein hier? So, wir entfernen uns ja schon wieder. Muss da noch irgendwo was sein, was ihn hier... mit... Ja, schreien kann er doch schon mal. Ich wollte eigentlich... Mit. Ich glaube, ich kann das Feuer noch anmachen hier. Was für Möglichkeiten haben wir hier noch? Hallo? Hier ist aber nichts.
Hier ist aber nirgends mehr was. Ich muss ja mal kurz googeln. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Dieses scheiß Feuer ausmachen. So. Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Ach so, ah! Mein Schweigegelübde! Ernsthaft? Alles umsonst! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Ja, eigentlich schon. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Kehre zum Druiden. Mit dem sollte ich mal reden. Dem sollte ich mein Wörtchen reden. Der Ruhm, den... Ha! Ich hab ihn bis hier drüben klar und deutlich... Ich werde nicht gern zum Narren gehalten. Aber hier war ja noch eine andere Quest. Ja. Bitte, komm mal her. Wir müssen ein Praktikum bei der Alchemie machen. Los, lauf! Beim Alchemisten. Was hat der uns verarscht, der Penner? Weiter so, Plätze. Na komm, ernsthaft. Ja, geh doch mal. Jetzt. Oh Gott. Nerv. Sorry, Leute, ich habe keine Zeit, um mich... Ich weiß nicht, wo du lang rein willst, aber... Ist alle da immer herrennen. Auf den Blättern. Sie wurden vor kurzem gepflückt. Haben wir jetzt das Richtige? Ah, noch jemand, der nach Gauchal sucht. Noch jemand? Remis hat schon viele junge Druiden in den Wald geschickt. Sie kehren ausgelaugt mit leerem Blick zurück. Und ohne Blume. Sie erzählen nie, was passiert ist. Was im Wald passiert, bleibt auch im Wald. Ich bat Gremis, mit dem Schwachsinn aufzuhören. Einer unserer Novizen, Ramond, ist nicht zurückgekehrt. Hör zu, du suchst nach einem Druiden. Ich... Warum nicht? Ich kann... Blume. Keine Blütenblätter. Hufabdrücke. Aber die eines Zweibeiners. Ihr den... Ihr den... Er hilft uns. Ah, okay. Ist da noch irgendwo einer? Wahnsinn, dass auch wirklich fast alles hier im Spiel für irgendwelche Sachen zur Herstellung benutzt werden kann. Egal, wo du... Ja?
Blume, keine Blütenblätter. Geht die Spur hier los? Plätze, stehst du im Weg? Blume, keine Blütenblätter. Wo war denn jetzt die Spur? Scheiße! Mann! Da war die Spur. Es geht wieder in die falsche Richtung. Ah, ich bin verwirrt. Ist irgendwas? Was bist du denn? Alter! Insektoid. Alter, das Ding ist ja richtig heftig. Muss mal ganz kurz. Klosar, Bastarium. Geister, Hybriden, Insekten. Goldene Perol, Insektenöl. Alter! Das Ding ist ja übel. Ah, ich hab's gleich. Gepanzerte Krebs. Krebsspinne. Alter Schwede. Heftig das Teil. Oh Mann, ich komme irgendwie mit den Spuren nicht so recht. Hier waren auch Blumen, aber sie sind gepflückt worden. Jede einzelne. Na? Ach ne, von da kommen wir ja. Mann, ey! Da unten liegt was. Steine. Super. Er wurde von jemandem begraben. Ich kenne ihn. Das ist Jorah der Weise. Was jetzt? Mann, das nervt! Warum haben die das denn so scheiße gemacht? Geht's weiter? Fußspuren. Einige sind frisch, andere undeutlich. Können die nicht da, wo wir schon lange gekommen sind? Alle führen in dieselbe Richtung. Ist jetzt einfach mal das, was wir schon gefunden haben, auf Geld machen? Nein! Aufhören, bitte! Hör auf! Das kitzelt! Das Spiel können noch zwei spielen, yes. Geiles Ziegenweib. Lass ihn los, Höllenkreatur. Ramund, geh weg von ihr. Beruhige dich. Mir fehlt nichts. Ich bin hier, um... Spaß zu du haben? Du weißt nicht, was du da sagst. Sie hat dich verzaubert. Wir haben gesehen, was mit denen passiert, die in den Armen dieser Bestie landen. Wir haben Joris Leiche gesehen.
Dann hast du gesehen, dass ich ihn dem Brauch nach begraben habe. Ich wollte seinen Tod nicht. Er war alt, sein Herz schwach. Ich habe ihn gewarnt, aber er kam immer wieder. Ich glaube deinen Lügen nicht. Ich werde deiner Betörung widerstehen. Nein. Ich töte dich jetzt und hier, Monster. Machst du nicht. Ich sehe keinen Grund, sie zu töten. Sie ist ein Monster, ja, aber ein einfühlsames, harmloses. Das kann nicht sein. Es gibt ja auch kein trockenes Wasser und kaltes Feuer. Aber wenn du nicht hilfst, kümmere ich mich um sie. Kannst du es gar probieren? Davon würde ich dir abraten. Ich komme wieder. Mit jemandem, der sein Schwert nicht nur zur Zierde trägt. Warum hast du dich auf meine Seite gestellt? Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich paare mich nicht mit Hexern. Schon gar nicht aus Dankbarkeit. Ich habe eine andere Idee, wie du mich entlohnen kannst. Ich suche Gauchheil. Du kennst den Wald. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich werde dich selbst hinbringen. Und du, Ramund, pflückst noch ein paar Veilchen. Nur die Indigo-farbenen diesmal. Indigo? Du meinst blau? Nein, Indigo ist Indigo. Ah. Ach, Männer. Genau. Das musst du doch wissen. Wozu brauchst du die ganzen Blumen? Neugierig, was? Warte ab, dann siehst du's. Wenn sie sich die Beine rasiert, ist sie gar nicht so unsexy. Gut, die Hörner. Könnte ein bisschen stören. Die Frau bei Hörnern nehmen. Oh, ist das schön. So schön. Glockenblumen, Weilchen, Butterblumen, Gauchheil. Fehlt nur noch Edelweiß. Schön hier. Nimm dir eine, aber nicht... Gut, mein Lieben. Wir machen dann aber jetzt mal eine Pause. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt noch duschen, ich muss dann noch aufs Bürgeramt, ich muss noch zum Friseur und für meinen Termin übermorgen. Aber ich komme mir nachher wieder und dann nehme ich noch weiter auf. Also ihr werdet davon gar nichts merken. Die Folge wird dann auch heute kommen. Können wir noch den einen Punkt, den wir da bekommen haben. Ja, das sieht eigentlich gut aus, was wir hier haben. Gefällt mir. Ja gut, wie gesagt, wir machen hier eine kurze Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, ciao.